Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Dienstagmorgen nach Ostern. Fangen gleich mit was Dickem an, außer mir. Hier im Hof steht ein 1938, den... Oh, ich bin etwas erschöpft. Ich war gerade zusammenschieben. Den lade ich und der geht rüber nach Otterbach bei Kaiserslautern. Das heißt, bei Kaiserslautern ist halt auch ein, so wie unser Nest hier. Auf jeden Fall geht er dahin, mit dem Einkaufsmarkt weggerissen. Den lade ich jetzt, nehme einen Löffel mit, Schüpp. Wenn er dann losfahren will, ja, gut. Und den fahre ich mal dahin. Dann im Anschluss vermutlich unser Brecher fertig in der Werkstatt drüben. Dann lade ich den und der geht dann auch rüber nach Weilerbach. Wie der Bagger hier steht, ob ich drehen muss oder ob ich gerade drauf fahren kann. Ich glaube, ich muss drehen. Wegen Festmachen ist ja ein lieber Bagger. Die haben. Ich muss drehen. Der, da links der Dicke mit der Schaufel vorne dran. Den lade ich jetzt. Gar nichts, glaube ich. Das ist ja saublöd. Das ist ja echt saublöd. Muss mal gucken, kann man das erkennen? Da hat vorne zwischen den Ketten hat er diese Werkzeugkiste dran. Komme ich mit der Kette gar nicht drin in den Rahmen. Gucken, ob das auf der anderen Seite genauso ist. Da habe ich den sonst immer gefahren. Fragt hier.
mache ich hier rum. Weil, Alter, nehme ich einen Löffel mit, Alter, dann brauchen wir einen Greifer, Alter, brauchen wir das. Ich habe dann gesagt, ich nehme nur einen Löffel mit. Ist eigentlich eh schon zu viel. Bin ich wieder diese 400-500 Kilo drüber bei den großen Backe, aber das scheinbar egal. Auf jeden Fall der Löffel, die, ich sag jetzt mal, unten der Boden, der ist halt nicht gerade, sondern der ist rund. Da legst du den Löffel ab, dann turnst du hoch, legst oder baust Holz drunter hin, dass er nicht rollt. Dann gehst du unter in den Bagger, legst den Löffel dann endgültig ab, dann rutscht das Holz weg. Dann hängst du wieder ein, beim Einhängen hat dann der Löffel auf dem Holz so blöd verschoben, dass ich nicht mehr einhängen konnte. Dann habe ich mir noch meine Rückwand vom Hals oben, die Bordwand, die habe ich mir noch rausgefetzt. Da geht nichts kaputt dabei, aber ist halt unnötige Arbeit. Die Beflaggung. Ist halt unnötige Arbeit. Wenn du dann 15 Mal hier hoch springen musst und es nervt mich, sorry. Nervt mich einfach, wenn ich dann Sachen mache soll oder halt will. Und es läuft halt nicht so. Ich wäre, glaube ich, besser über Nacht gefahren. Da vorne am Autobahn. Sorry, Autobahndreieck hat es gerade. Was heißt gerade? Ich habe Luft im Bauch. Ich hab noch nichts gegessen. Da gab es gerade einen Auffahrunfall. Aber so wie es jetzt hier hinter der Berg hoch aussieht, ist die Unfallstelle wohl geräumt. Und das, so wie es aussieht, rollt es jetzt an. Weil die ganze Zeit sind hier der Berg dahin hoch, sind keine Fahrzeuge gefahren. Und jetzt sieht es aus, als hätten die alle schon ziemlich wieder Reisegeschwindigkeit. Gut, dann ist das nichts. Ist das nichts Großes. Gott sei Dank. Aufgelöst. Wie geht's hier rechts ab in Richtung Otterbach?
Baustelle vor die Einfahrt gemacht, ja. Gut, jetzt muss ich nicht ganz drum fahren, aber der ist irgendwie eine Fehlkonstruktion. Ja, geht heute. Das sind die hier ausräumen. Oder? Nee, kaufen wir doch. Okay. Ich will mal drehen. Dahin haben wir Platz, dahin dürfen wir jetzt parken. Dann machen wir den Bagger daneben hin. Ist der Markt, der sieht nicht aus, als wenn der alt wäre. Licht, da muss ich echt mal Lenkdruck geben. Kann ich noch nicht so, komme ich hier rum, müsste das passen. Dann fahre ich hier hin raus. Wieder nach Hause bei uns in der Hof. Der Kleemannbrecher ist fertig und der geht dann rüber nach Wellerbach ins Hospital. Autobahn.
Was steht hier alles rum? Ja, das ist jetzt... Das reicht, okay. Das reicht. Keine andere Parkmöglichkeit hier. Der Radlader steht noch, okay. Hierher oder kommt der Brecher hin? Ist mir auch eigentlich egal, ich fahr den innen aus. Dass ich da gar nicht hoch. Oh ja, fahre ich jetzt noch mit der Walze drüber, ne? Drück's schön fest. Gucken, dass ich das hier seitlich nehme. Ich glaube nämlich nicht, dass ich.
durchkommen. So, das passt. Ne? Dann kann ich hier abladen und kann den Brecher hier neben rein fahren. Ich gehe davon aus, dass das hier links das Haufenmaterial, der Haufen, nicht das Haufen, dass das hier gebrochen wird. Den Bagger lade ich jetzt hier, kann man das sehen. Guck, was da Dreck hängt überall. Wie gesagt, ich glaube, der war noch nicht raus das Jahr. Und sieht so aus, so verrammelt, so vergammelt. Überall hängt noch Staub drauf. Lad auch den Bagger heute nur noch quasi vorher. Sorry. Wieder ein recht großes Bild. Lad den heute nur noch vorher, ja, weil ich immer noch nicht weiß, ob der Bagger raus soll oder nicht. Ich stelle mir den drauf, dann mache ich Feierabend. Morgen früh ist mein Chef wieder da und der sagt mir dann, der Bagger geht raus oder der Bagger geht nicht raus. Wenn er nicht raus. So, jetzt fahre ich mal da auf die quasi linke Seite von dem Bagger. Das NATO-Kabel liegt hier. Wer keinen Plan hat, so rum ist besser. Wer keinen Plan hat, was ein NATO-Kabel ist, das zeige ich gleich. Geht einfach nur ein Plus- und ein Minus-Kabel. An diese Dose. Die Tieflader ziehen, haben das dran an der Fahrzeuge. Und Kabel dürfte normalerweise reichen. Oben, wo der Deckel offen ist, da sitzt die Batterie drunter. Laufen, auch der Saft. Hier ist ein NATO-Stecker. Kann man das erkennen? Geht einfach nur ein Plus und ein Minus. Und er geht hier an diese grüne Dose dran. So, jetzt den Bagger. Der geht immer noch da doch. Er fährt hoch, das ist schon mal gut. Hat er eben nicht gemacht. Läuft. Schade. Mach jetzt die Kabel wieder ab und dann drückt sich noch ein bisschen das Fahrwerk. Dann laden wir den noch.
10 nach 5. 17:10 Uhr haben wir es. War um 14 Uhr. Zwischen 14 und 14:30 Uhr war ich hier. Aber den Bagger mache ich jetzt nicht fest. Ich gehe ganz fest davon, ganz stark davon aus, dass ich morgen früh den Bagger wieder abladen werde. Bleibt einfach stehen. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen wenig Gas gegeben. Besoffen bin ich auch noch. Ich habe echt keinen Drang mehr. Hänge jetzt noch zusammen und dann. Feierabend. Ich habe immer noch Hunger.